Und da sind wir wieder. Und wir machen direkt weiter mit dem Level. Yay! Gut, für euch ist natürlich ein ganzer Tag vergangen. Für mich nicht. Ja. So. Und hier Auto. Und wir machen schnell die letzten 310. Und dann machen wir uns nochmal an den Typen dran. Oh, jetzt haben wir Gift. Jetzt können wir auch gleich sehen, ob Gift tatsächlich im nächsten Kampf übernommen wird. Oder nicht. Bin gespannt. Erstmal, dass wir Gift haben. Okay, es wird übernommen. Alles klar. Mal ein Item, was Gift weg. Aber warte mal, wir haben noch mal Key, was wegmacht, oder? Entgiften, genau. Zack. Ja. Angriff. Foto. Umhauen. Zack. Übrigens, solltet ihr das Ende von Terranigma gesehen haben mit dem Endboss, die eine Kugel, die da halb unsichtbar war, das ist mir aufgefallen in den Videos. Das liegt einfach daran, dass ich mit 13 Bilder pro Sekunde aufgenommen habe. Und das ist halt ein 60-Hertz-Spiel. Und das Ding, das flickert halt sehr, sehr schnell und da werden halt Frames, die halt schnell flickern, die werden halt unsichtbar. Lektion, die ich daraus gelernt habe, nicht mehr mit 30 Hertz aufnehmen. Das ist ein bisschen schwierig, da die meisten Capture-Cards nur 30 Hertz supporten. Aber, es gibt Mittel und Wege, das anders hinzukriegen. Muss man eben keine Capture-Card benutzen, sondern eine TV-Card oder ähnliches, um dann das RGB-Signal auf dem PC zu streamen und dann das Fenster eben davon aufzunehmen. Das ist im Prinzip die TV-Karte dann aufzunehmen und das dann mit 60 Hertz. Aber, das scheint ein paar Performance-Probleme zu bringen. Weil einigen Videos sind mir so Soundruckler aufgefallen. Da sollte das hier auch der Fall sein. Sagt mir das bitte. Ich versuche das irgendwie noch besser. Vielleicht war mein PC einfach nicht performant genug. I don't know. Aber ich hoffe, das stört nicht so beim Schauen dann. Das kommt ja nur sehr sporadisch und selten vor. Trotzdem ist das Fällen, Gegengift. Juhu! Da ich ja nicht weiß, ob sowas Flickering jetzt gerade bei dem Spiel vorkommt, nehme ich das nämlich eben tatsächlich mit 60 Hertz auf. Klar, bei YouTube wird es auf 30 runtergerendert, aber ich habe mir von ein paar Leuten sagen lassen, auch wenn es runtergerendert wird, ist es dann nicht mehr so schlimm mit den Unsichtbarkeitseffekten. Ich hoffe, das stimmt. Ob es bei Terranigma hätte, könnte ich es eigentlich mal ausprobieren. Ich habe den Spielstand ja noch. Einfach mal so einen Test-Upload machen. Eine Testaufnahme, besser gesagt. Und dann einen Test-Upload machen auf YouTube und dann sehe ich es ja. Aber, ist mir ehrlich gesagt für sowas zu viel Arbeit. Dann machen wir es so und wenn es dann mal wieder ein Feigebus schnell flackert, werde ich es ja sehen. Sollte es sowas nochmal geben. Wobei ich jetzt einfach bezweifle, dass das bei dem Spiel der Fall ist. Aber die Kugel kam tatsächlich sehr unsichtbar rüber in dem Video. Das habe ich tatsächlich gesehen. Am Anfang ging es noch und dann irgendwie mitten im Kampf war die unsichtbar für die Zuschauer. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber Technik halt. Ist nicht immer alles perfekt und YouTube unterstützt halt leider nur 30 Bilder pro Sekunde. Deswegen habe ich auch mit 30 Bildern nur so aufgenommen. Aber gut zu wissen. Ich habe das auch schon von irgendeinem DK-Video, also falls ihn jemand kennt, Herr DK, ja, vom Gronk-Team. Ich weiß auch nicht, ob da noch ein Gronk-Team ist, aber wenn ich das gesehen habe, damals von Metroid, hat er auch sowas ähnliches mal gesagt. Ist mir aber erst im Nachhinein wieder aufgefallen. So eingefallen. Das habe ich aber von einem anderen Leuten auch gehört, dass das halt so funktioniert. Er hat halt Metroid auch in 60 Hertz aufgenommen, weil das sonst irgendwie flackert oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Ich muss das mal raussuchen. Aber ich meine, ich hätte, der hätte mal sowas gesagt. So. Hoffen wir mal, dass wir jetzt bald was Ups, da knarzt mein Stuhl. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Wenn doch, Entschuldigung. Ach ja. Ich hoffe einfach, dass wir das jetzt bald zusammen haben, das Geld, weil ich habe keine Lust mehr zu farmen. Das ist ein bisschen Spielspaß. Ein bisschen. 700. Noch 200. Das schaffen wir. Also 20 von denen hier zum Beispiel. Das wäre jetzt ziemlich praktisch. Ne, 10 von denen wären das, genau. 10.
Aber wer garantiert mir, dass jetzt nur noch die kommen? Haha, so viel zu dem Thema. Nur 6 Münzen, das ist natürlich gar nichts. Gegenüber die 20. Ich weiß auch bald nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Verdammt! Bitte lass mich das Farm endlich abschließen. So. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, weil ich will in dem Part auf jeden Fall den einen Boss noch besiegen. Ich denke, man kann den Boss nennen. Ist auch kein Kampf, den man verlieren muss, wie am Anfang scheinbar. Also am Anfang hatte man echt keine Chance gegen die Gegner. Dann waren wir einfach one hit tot. Man hat ja auch keine Chance gehabt, irgendwo vorher zu trainieren. Also es ist auf jeden Fall nicht gewollt, dass man die Bosse geschafft hat. Oder auch keine Möglichkeit existiert, dass man die Bosse schafft. Ich kenne ja ein paar Spiele, da ist es auch so, da kannst du den Kampf verlieren, aber du kannst ihn auch gewinnen. In zum Beispiel Yeast. Origins heißt das, glaube ich. Yeast Origins war das, glaube ich. Da gab es einen Fight. Genau, da gab es sogar ein Achievement dafür, wenn man es geschafft hat. Hat dann ein paar andere Textzeilen gehabt. Oder Suikoden. Was ich vielleicht auch nochmal Let's Playen werde irgendwann. Überlege halt nur, wie ich das genau machen möchte, weil Suikoden ist halt, die meisten Teile sind da wirklich in Englisch. Es gibt halt 5 Teile. Und diese 5 Teile sind 3 in Englisch. Was ein bisschen schade ist, weil es, 3? Nein, 2 sind in Englisch. 1 und 3 ist in Englisch. Ja. Was eigentlich schade ist, weil die Spielreihe echt gut ist. Und wenn man Teil 1 noch miterlebt hat, ist die Reihe halt wirklich gut. Teil 1 und 2 vor allen Dingen sowieso. 3 ist, ja. 4 ist, ja, aber besser als 3, finde ich. Und, aber das sehen einige anders. Andere sagen, 4 ist schlechter. Und dann gibt es halt noch Teil 5, der wieder richtig gut ist. Leider total untergegangen ist und auch kein kommerzieller Erfolg mehr war. Was aber wahrscheinlich daran lag, dass Teil 3 und 4 alles kaputt gemacht haben, was 1 und 2 aufgebaut haben. Wobei eigentlich 4 auf jeden Fall schon besser war wieder als 3, weil 3 war einfach... Hä? Aber du musst man eigentlich auch gespielt haben, um die Story nachher zu verstehen, weil es hängt alles zusammen. Die ersten 3 Teile hängen wirklich zusammen, aber ja... Naja, ich hoffe, dass irgendwann noch ein 6. Teil kommt. Und da bin ich nicht der Einzige, aber wir sind hier gerade bei Breath of Fire. Einer ganz anderen Firma. Weil die Suikoden-Reihe, kleiner Geheimtipp von mir, ist von Konami. Gab's für die PlayStation und die PlayStation 2. Und ich glaube sogar, die ersten beiden Teile gibt's mittlerweile für den PlayStation-Market. Also, ich weiß gar nicht, das Sony-Market. Ich habe keine PlayStation, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob für diesen Online-Store, ähnlich wie bei der Nintendo, mit dem eShop, da gibt's die ersten beiden Teile zu kaufen. Ich weiß nicht, ob auch für den europäischen Markt, der erste Teil glaube ich schon, der zweite weiß ich nicht. Aber ja. So. Nochmal Magie. Arzten. Wie viel Geld haben wir? 803. Ah, oh, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Wir gehen auf 1000 hoch, damit wir nur noch, schlafen gehen können. Und Heilkräuter kaufen gehen können. Weil wäre blöd, ohne Magiepunkte jetzt zum Boss zu gehen. Aber ja. Das sammeln wir jetzt bald zusammen, das Geld. Wir schaffen es also in dem Part. Juhu! Wie viel Zeit haben wir denn schon? 8 Minuten? Ja. Wird knapp, aber wird machbar sein. Zum Glück machen wir eine 3-Minuten-Folge. Ah, aber der Boss hat uns auch... Wir haben echt noch nicht viel gelevelt. Wir haben gerade mal ein Level bei den beiden Charakteren gemacht, oder? Oder gerade mal nur ein Level, glaube ich, bei Rand. Oder Rand hat 2 Level gemacht, irgendwie sowas. Das alleine wird es nicht ausmachen. 2 Items gekauft. Und so viel stärker kommen die Figuren jetzt nicht vor. Ja. Ich hoffe, die Items machen es aus. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Das Problem ist ja gewesen, dass der Boss uns super viel Schaden gemacht hat. Mit der neuen Rüstung sollte er uns definitiv nicht mehr so viel Schaden machen. Ah, ich hoffe es jedenfalls. Jo, der ist auch gestorben. So sieht's aus. 900 haben wir erreicht, noch 1000.
So, das heißt, 5 von diesen Viechern killen. Im Idealfall ein bisschen weniger. Also, ja, aber im Idealfall wäre das halt ein bisschen, weil da kommt jetzt wieder auf eine Wohnung, weil du 6 Goldmünzen kriegen. Aber gut. Also, mehr als 20 Kämpfe werden es nicht werden, denke ich. Wahrscheinlich weniger. Ja, es müssten so um die 10 Kämpfe maximal sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld die hier geben. Mal gucken. Die Menschenfresser. Was ist eigentlich Rand? Der ist ja kein Rand. Der ist doch kein Mensch, oder? Ich nicht, ja, guck, ich, ach, egal. Upp, die Du, die kommen eh nochmal. Gut, irgendwann. Muss spannend sein, diese Kämpfe zu sehen. Zum 100. Mal. Ja, Level Up werden wir dann nicht mehr sehen. Mit Barrio schon 2000 EP-Punkte weg. Also, nee. Das werden wir nicht mehr sehen heute. Hätten wir mal das Geld gespeichert, was wir da gekriegt haben. Bevor ich die Tür angesprochen habe, hatte ich das Geld ja in Hand. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Wenn ich irgendwo ganz viel Geld finde, erstmal zur Bank bringen. Vielleicht wäre es sogar schnell gewesen, ich hätte das Spiel von vorne angefangen, als jetzt hier zu farmen. Weiß es nicht. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Zeug also immer in die Bank bringen, das Geld. Wenn man welches hat, wenn man mal ein bisschen was hat, immer zur Bank. Wenn das irgendwo geklaut werden, so wie hier, wo Rand das abgenommen hat und dann, ja, das Gildengift gekauft hat. Naja. Kommen jetzt echt nur noch diese, wo es am längsten dauert. Natürlich müssen durch die, müssen natürlich doch 20 Kämpfe werden. Unglaublich. Ja gut, es werden nicht 20, es werden 11 Kämpfe dann, aber trotzdem. Das sind ja 9 Münzen. Mal die 10 sind 90, 11 sind 99, gut, das sind halt 12. Ist halt nur nervig, wenn es eigentlich 5 sein könnten. Ach ja, wir laufen auf der Weltkarte. Ich bin ein Junge mit blauen Haaren und heiße Rio und ein großer, weiß ich nicht was, läuft mir hinterher. Lass mal so lange, dass wir wieder Schaden kriegen. Oh. 25 Münzen. Das viermal würde es bringen. Wir haben die 1000 aber auch erreicht, wir sind fertig, wir gehen jetzt runter. Boah. Wir werden natürlich auf dem Weg gar nicht angegriffen, das ist jetzt auch super. So, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Ja, wir wollen schlafen. So, habt ihr genug geschlafen? Kommt doch nochmal wieder. Bla bla bla. Ja, ja, wir gehen. So, dann kaufen wir uns jetzt die Ausrüstung und dann speichern wir und dann versuchen wir nochmal den Boss. Willkommen im Waffengeschäft, was kann ich heute für euch tun? So, einmal tauschen bitte. So, wir wollen. Kupferklinge brauchen wir nicht. Löwenrüstung kann man niemand benutzen. Lassen, Lederumhang haben beide schon. Rangerumhang. Ja, genau. 2 Punkte mehr, ja. So. Rangerman ist 255 wert. Bam. Ah, okay, durch den Verkauf haben wir natürlich mal Geld gespart. Hätten wir gar nicht so viel Geld. Ah. Ja, vergessen. Egal. Bronzehelm brauchen wir noch einmal.
zwar für den hat's schon da. Ja, zack. Okay, damit sind wir komplett ausgerüstet, was Verteidigung angeht. Leider gibt's keine Waffe hier. Ist ein bisschen schade. Das Ding haben wir halt schon. Okay, dann gehen wir jetzt speichern. Und dann sehen wir mal, was der Boss denn noch drauf hat. Ob er uns immer noch so fertig macht, ob er vielleicht komplett falsch spielt, ich weiß es nicht. Sicher, ich werde eure Reise mit Dank Evas Hilfe festhalten. Sonst noch etwas? Nein, danke. So, wir sind bei 15 Minuten. Machen aber keinen Stopp von der Folge, denn wir werden jetzt ganz, ganz schnell den Boss noch machen, damit in der Folge noch was passiert. Weil sonst ist das so eine reine Level-Folge und das will doch keiner. So. Hier war der, ne? Ja. Also, noch einmal, für diejenigen, die es nicht gesehen haben. August heißt er. Gut. Nun, Ryu, wie fandest du meine kleine Show? Wie? Ich dachte, das Publikum ist total darauf abgefahren. Rand. August, ich fand das gar nicht lustig. Du magst es also nicht, wenn ein Mädchen umkommt? Wäre dir etwa lieber, dass ein Junge wie Ryu getötet wird? Ich wollte nur etwas Spannung in eure langweiligen Leben bringen. Alles kam von ganzem Herzen, wirklich. Wir lassen euch gegeneinander kämpfen, alles hübsch verpackt in eine große Schau. Während ihr kämpft, geben eure Schmerzen unseren Gott Kraft. Zu schade, dass wir unseren Gott nicht in die Schau bringen können. Aber als Entschädigung dafür werde ich euch jetzt fein umbringen. Fein umbringen. Kann man jemanden auch unfein umbringen? Ja, gut, okay. Kampf. Bam. So, du versuchst mal deine Magie. Donner. Und wie viel Schaden das macht. 44. 26 nur. August sammelt Kraft. Dann gucken wir mal, wie viel das Zuschlagen dann Schaden macht. Angriff. Angriff. 102, wow! 45, ja gut, da macht auf jeden Fall der Donner zu wenig Schaden für. Dass sich das lohnt. Angriff. Und da machen wir jetzt Magie, verarzten Ryu. Sehr schön, Erfolg, August sammelt Kraft. Ausweichen. Angriff. Angriff. Ja, also wir kriegen jetzt wesentlich weniger Schaden. Angriff, Angriff. Und wir sind auch schneller. Wahrscheinlich wegen dem Level-Up. Ausweichen. Und da wurde er getroffen. Aber nur mit 8. Angriff, Angriff. Dann müssen wir dann wieder heilen, denke ich. Was war das? Verarzt? Nein, okay, der heilt sich. Gut. Angriff. Magie. Verarzten. Ryu. August sammelt Kraft. Doch, haben wir ihn besiegt. 300 Erfahrungspunkte und 300 Münzen erhalten. Jo. Aber der Samen ist gepflanzt. Ihr könnt unseren Gott nicht besiegen, indem ihr mich besiegt. Warte, was ist das für ein Gott, von dem du da redest? Wessen Sklave bist du? Die Welt unseres Gottes kommt näher und näher und ihr könnt nichts dagegen tun. Von was redet ihr denn da überhaupt? Wer hätte gedacht, dass wir einen Mann von solcher Bosheit treffen würden? Es scheint, als hätten wir ihn bei etwas Wichtigem gestört. Ryu, wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. Ja, aber hier kann ich scheinbar nichts machen. Doch hier, hier gibt es viele Bücher. Na gut. Ja, hätte ich mir auch so, ne?
Naja. Für heute sind keine Ereignisse. Hier, nee, hier kann man nichts machen. Ja, damit wir die Folge beenden können, gehe ich mal eben speichern. Das ist das Beste, was ich gerade machen kann. Gehen wir nachher mal zurück hier gucken, ob wir da was machen können. Oh, Ryo, es ist etwas Schreckliches passiert. Oh, Rinpo, was machst du denn hier? Ist dir auch egal. Bitte kommt erstmal mit mir mit. Verdammte Scheiße, Ryo, wie konntest du nur? Wie konntest du nur versuchen, mich mit einem so dreckigen Trick zu töten? Mit einem verdammten Giftpfeil? Ich fasse es nicht. Damit lasse ich dich nicht davonkommen. Komm her, du miese Ratte. Aufhören. Hört sofort auf. Ich dulde hier keine Gewalt. Ich habe Rinpo mit einem magischen Spruch von St. Evas ins Leben zurückgeholt. Ryo, du Verräter. Komm her und kämpfe wie ein Mann. Sie ist schon die ganze Zeit so aggressiv. Seit sie wieder zu sich kam. Sie benimmt sich wie ein Bilbul. Rinpo, bitte beruhige dich. Erzähl doch erstmal, was passiert ist. Ryo benutzte einen Giftpfeil, um mich zu töten. Warte mal einen Moment, das ist Quatsch. Das war alles das Werk von Aogus. Er scheint von irgendetwas abgrundtief Bösen besessen zu sein. Er erfand eine Schau, in der sich Leute gegenseitig umbringen. Dann opferte er die Toten, dann eine Art Gott, Götze oder Dämon. Hä? Wie schrecklich. Oh lieber Gott, was sollen wir nur tun? Ich muss diesen Mann mit der Stärke St. Evas aufhalten. Als einer der Priester St. Evas ist das meine Pflicht. Also Eva scheint der gute Gott zu sein. Siehst du das? War alles Unsinn, Rinpo. Du hast keinen Grund, Ryo zu hassen. Oh, irgendwie habe ich gerade kein Wort verstanden. Was meinst du? Ich glaube eher, du willst einfach nicht verstehen. Du bist einfach viel zu dickköpfig, Madame. Junge, du hast dein Leben für jemanden riskiert und das ist nun der Dank dafür. Was wirst du jetzt tun? Ich werde mich nach einer Arbeit als Handwerker umsehen. Was? Botch repariert das Dach des versteckten Ortes? Hört sich gut an. Ich werde ihm dabei helfen. Hey, ignoriert mich nicht. Ich will auch mithelfen. Das sagst du so einfach. Weißt du überhaupt etwas über das Instandsetzen von Häusern? Reparaturen? Nee, klar, das ist ein Kinderspiel für mich. Das geht doch so, oder nicht? Ja, so repariert man Sachen. Was hat das Herumschwingen eines Stockes mit Reparaturen zu tun? Meinst du etwa, das sei falsch? Total falsch. Ich glaube eher, du suchst nur nach einem Grund, um mit mir mitzukommen. Ja, stimmt eigentlich. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Rinpo schließt sich der Party an. Wuhu! Alles klar. Aber wenn du mitkommst, erwarte ich von dir, dass du auch arbeitest. Ich weiß, Reparaturen. Stimmt's? Beim versteckten Ort. Richtig, braves Mädchen. So. Jetzt können wir auf den Speicher gehen. Wir haben jetzt eine Dreierparty. Yay! Wir wachsen. Okay, dann guck ich auch gleich mal wegen Items, ne? Das wird hier auch equippen. Wir kommen in Hause St. Eva. Wie können wir euch helfen? Sichern bitte. Ich werde eure Reise mit St. Evas Hilfe festhalten. Sonst noch etwas? Nein. Okay, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Vielleicht guckt ihr auch mal Frühstück. I don't know. Und deswegen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Breath of Fire 2.